So, willkommen zu meiner neuen Serie Weg zum ultimativen Jäger, zum Max Level, was weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nicht ganz drauf entschieden. Und ja, in Destiny, ich nehme meinen Hauptcharakter, also ich spiele momentan für den Ankündigung beim Nebencharakter, einem Titan. Ja, ich versuche mit meinem Hauptcharakter Level 29 zu erreichen, weil ich keinen Bock habe, die Raid-Rüstung zu nehmen, weil die meiner Meinung nach nicht ganz so geil aussieht. Kein Ding, sie bringt halt, es ist halt das Einzige, worauf man auf Level 30 kommen kann, aber naja, was soll's. Worum geht's in der Serie? Ich versuche mir Herausforderungen zu machen und diese als einer, also alleine zu lösen. Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was hier rauskommt. Fangen wir einfach mal an. So. Müssen wir uns hier nicht extra aufhalten. Ich hoffe auch, alle Aufnahmen und Programme machen das hier mit. Wobei, Augenblick. Ach, man kann gar keine. Man kann gar keine Lautstärke regeln. Ich hoffe einfach mal, dass das laut genug ist für euch. Ansonsten ist blöd. Ja, was gibt es da gerade zu sagen? Ich habe hier den roten Tod und diese leibeigenen Nerven gerade ein wenig. Und ja, ich habe ihn schon so weit hochgelevelt, dass ich mir Gesundheit gebe mit jedem Kill. Was praktisch ist. Logischerweise. Und ja, das hier ist der wöchentliche Strike, den ich hier gerade spiele. Auf Level 22. 26 nicht ganz einfach aus dem Grund, weil ich gerade Level 25 bin. Und wenn ich das alleine spiele, ist es halt schon ein wenig härter. Aber ja, es sollte auch auf Level 22 nicht so einfach sein, hoffe ich fast schon. Weil ich meine, es soll ja schon irgendwie ein bisschen Herausforderung sein. Ja. Was gibt's sonst noch? Ich habe hier einen legendären Sniper und legendären Rocket Launcher. Beides gezogen aus einem Engram. Und ja. Könnt ihr mir in den Kommentaren mal ein bisschen Feedback hinterlassen. Ich werde mir auch neue Waffen kaufen. Ja. So wirklich viel zu sagen habe ich gerade jetzt nicht. Leibeigene Nerven. Nur aufpassen, dass sie mir nicht zu nahe kommt. Bam, ins Gesicht. Ah, kennt ihr das, wenn ihr euch kratzen müsst und ihr in der schlimmsten Situation seid und das einfach nicht könnt? So. Also, Roter Tod, echt eine geile Waffe. Ich meine, ich bin eigentlich so der Fan von automatischen Waffen. Aber der Rote Tod hat mich ziemlich überzeugt, weil er regeneriert halt HP mit jedem Kill, Legend danach. Burst Rifles mag ich eigentlich auch ziemlich gern und er sieht einfach geil aus. Kann mir keiner was anderes sagen. Ja, es kommen dann bald die Hexen. Ich mache hier Rückzug. Und ja, für alle, die hier, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad ihr spielt, am besten ist einfach, ihr stellt euch hier an den Eingang. Ja, das kann ich auch so machen, dass ich in die Serie immer Tipps bringe. Hier vorne so als erstes. So. Später, wenn mich die Hexen zurückdrängen, zeige ich euch, wo ihr lang gehen müsst. Ah, Aim Fail hier. So, Hexen, Ritter. So, das ist unübersichtlich. Lass mal den hier downen. Ja, die Hexen nerven einfach. Weil die einfach. So, jetzt müsste sie eigentlich dann sterben. In der nächsten Salve, sehr gut. Ja, so hier hinten, einfach, wenn euch Schaden zugefügt wird, egal auf welchem Schwierigkeitsgrad, zurücklaufen. Und ja, ab der Schwelle hier hören die meisten Gegner auf euch zu folgen, aber es gibt immer noch welche, die noch weitergehen ein bisschen. Und ja, dann müsst ihr einfach noch den Gang zurücklaufen. Allgemein, wenn ihr irgendwas auf schwer spielt,
Lauft einfach zurück. Das passt dann schon. Ups, da bin ich gar nicht aufgepasst, weil ich hier auf mein Aufnahmeprogramm starre. Ich hoffe einfach mal, dass es laut genug ist. So, da hinten. Restliche Sniper-Muni spare ich mir mal. So. Ja, also, wie gesagt, hier der Tipp: immer auf den Kopf zielen, was da am meisten Schaden macht. Die Akolytne auch immer frühzeitig ausschalten. Die machen zwar nicht wirklich Schaden, aber gehen einem einfach auf den Sack, wenn sie die ganze Zeit einen anschießen und somit am Heilen hindern. Und ja, verfluchte Leibeigene aufpassen. Ui, Beutezug abgeschlossen. Schön. Ja, da hinten kommen wieder die nächsten Hexen. Das sind dann viele. Dann kümmere ich mich einfach auch schon mal um die Umgebung. Ist immer ein bisschen blöd, wenn man das alleine macht, weil die Hexen dann eigentlich wirklich einen auf den Sack gehen können. Ah ja, das war jetzt voll der Fail. Nochmal Fail. So, jetzt mal zurückziehen hier. Sonst wird das nichts mehr hier. Vielleicht hat es ja was gebracht. Ja. Zwar nicht viel. Oh, shit. Ja, und jetzt hier schnell zurück. Normalerweise bleiben die meistens hier stehen. Kann auch sein, dass ein paar noch reinkommen. Wie gesagt, einfach weiter zurücklaufen dann. Einfach mal alles durchladen. Ist nie falsch. So, gucken wir mal, was wir noch haben. Die Hexen springen meistens irgendwo wieder runter. Oder sie verstecken sich dahin. Ey, die ist ja fast schon down. So. Stirb. Ja, ist noch eher hoch. Ja. Normalerweise mache ich sowas nicht so gerne. Akrolyt noch, zack. Jetzt müsste es aufgehen. So, durchladen. Was haben wir hier? Durchladen. Ja, ich hoffe, meine Stimme ist laut genug und der ganze Sound hier vom, also Ingame-Sound, ist nicht zu laut. Das ist schon mal passiert. So. Oh, das war, glaube ich, ein bisschen zu weit. Oh nein, passt. Aber. Also, der Titan ist eine Klasse. Ich finde sie gut, aber ist nicht irgendwie übermächtig. Ich finde den Jäger immer noch am besten für mich. Aber ich denke mal, da muss jeder einfach seinen persönlichen Spielstil finden. Geh drauf. Das Ding ist einfach, ich habe gestern hier Weekly Strike Level 28 mit meinem Hauptaccount gemacht, den zeige ich euch nachher noch ganz kurz. Und ja, das Problem war, meine beiden, die mitgespielt haben, der eine war auch Level 28, der andere war Level 25. Der hat also schon mal fast gar keinen Schaden gemacht. Und der andere wollte andauernd glitchen. Und der ist auch gestorben. Da musste ich für ein paar Minuten hier ganz allein die Stellung halten, aber durch das Teleportieren vom Jäger ist es einfach ziemlich einfach, weil man dadurch eben sich teleportieren kann und die Gegner einen somit nicht treffen können. Und das ist schon ziemlich krass. Hier mal ein Tipp: Wenn ihr hier lauft und nicht schießt, dann einfach hier vorbeilaufen. Die Jäger, nicht die Jäger, die Ritter tun. So, willkommen zu meiner neuen Serie: Weg zum ultimativen Jäger, zum Max Level, was weiß ich nicht. Ich habe mich da noch nicht ganz drauf entschieden. Und ja, in Destiny, ich nehme meinen Hauptcharakter, also ich spiele momentan für den Ankündigung beim Nebencharakter, einem Titan. Ja, ich versuche mit meinem Hauptcharakter Level 29 zu erreichen, weil ich keinen Bock habe, die Raid-Rüstung zu nehmen, weil die meiner Meinung nach nicht ganz so geil aussieht. Kein Ding, sie bringt halt, es ist halt das Einzige, worauf man mit Level, worauf man auf Level 30 kommen kann, aber naja, was soll's. Worum geht es in der Serie? Ich versuche mir Herausforderungen zu machen und diese als einer, also alleine zu lösen.
Und ja, ich bin jetzt mal gespannt, was hier rauskommt. Fangen wir einfach mal an. So. Müssen wir uns hier nicht extra aufhalten. Ich hoffe auch, alle Aufnahmen und Programme machen das hier mit. Wobei, Augenblick. Ach, man kann gar keine Lautstärke regeln. Ich hoffe einfach mal, dass das laut genug ist für euch. Ansonsten ist blöd. Was auch immer. So, wenn er sich losreißt, weil er genug Schaden hat, dann reißt er sich übrigens auch gleich los. So, da oben kann man auch gleich killen. Und ja, dann versuchen wir es einfach mal und hoffen das Beste. Da kommt schon das Schiff. Ja, ich glaube, die Einstellungen sind für die Map nicht ganz ideal, aber was soll's, scheiß drauf. Und wenn Hexen kommen, ja, die Hexen sind eigentlich das Nervigste. Ich hatte mal einen Freund, der hat sie fliegende Ratten genannt und ich fand das eigentlich schon ziemlich passend. Ja, wo sind die Fallen? Egal. Eisbrecher, Action, Bam. Also der Eisbrecher, ich habe ihn gefunden, nicht mal gekauft. Ist schon eine verdammt geile Waffe, muss man sagen. Der ist einfach krass. Nicht overpowered, weil er braucht schon seine Zeit, um zu regenerieren, aber er ist krass. Okay, da sind wieder Feinde. Also, wenn er denkt, ich treffe irgendwie nicht seine Mitte hier, scheißt er mehr oder weniger drauf. So, Granate raus. Auch so ein Tipp, wenn ihr Granaten habt, einfach rauswerfen. Und ich meine, ihr kriegt sie eh gratis wieder danach. Und da nervt mich so ein. So. Ritter immer zuerst ausschalten, die machen nämlich am meisten Schaden von allen. Die Akrolyten, die machen nicht wirklich viel Schaden. So. Ja, ich habe geplant, diese Serie dann etwas häufiger zu machen. So, raus damit. Wenn ihr euch fragt, warum ich meine schwere Munition noch nicht nutze, ganz einfach, die nutze ich zum Ende, wenn ich mir sicher bin, dass er dann gleich stirbt und ich die somit nicht für irgendwas verschwenden könnte. Okay, Akolyt nur. Kommen sie von oben an. Ich bin immer hier der Freund, der sich hinter den Pfosten gerne stellt. Ganz einfach, weil man hier Deckung hat. Von vorne, zumindest größtenteils. Und auch von Vorgoths. Was auch immer Strahl das ist, Augensalbe heißt es, glaube ich. Hab einfach immer gut Deckung hier. Das ist recht praktisch. Und ja, dann könnt ihr einfach mal raus. Na ja, komm, Granate raus, da sind noch ein paar Feinde, vielleicht erwische ich da noch einen. So. Da ist jetzt was. Akolyt. Ja. Fangen wir jetzt mal an, hier unsere schweren Geschütze auszupacken. So, jetzt setzen wir einfach mal alles auf eine Karte, weil wir lustig sind. Okay. Oha! Shit! Alter, was war das denn? Ey, komm. Ja. Das passiert, wenn man alles auf eine Karte setzt und der eigentlich tot ist. Aber man dann reinkackt, weil ja, plötzlich überall Schaden ist, obwohl das nicht sein sollte. Das sind wieder die Dinge, wo ich Scheiß an Destiny finde, weil es gab gerade gar keinen Grund, warum ich gestorben bin. Klar, er kann Splash Damage mit seiner Augensalbe machen, aber das war einfach mal Scheiße. Pure Scheiße gerade. Jetzt kann ich nochmal alles normal machen. Hey, jetzt nervt's gerade. Wenn man so kurz vor Ende war und dann noch reingeschossen
Kack, das nervt dann wirklich. Ey. Einfach nur dieses Rumspammen von ihren Drecksdonnern. Das ist wirklich was, was derbe nervt. So. Tot. Oh, stirb. Da hinten. Du auch noch. Granate. Oh, shit. Jetzt ist Rage Mode hier. Bam, ins Gesicht, du Penner. So. Ja, und wir fangen wieder von vorne an. Ich hoffe mal, das Video wird jetzt nicht allzu lange. Dadurch, dass ich hier einfach wieder draufgegangen bin, kurz vor Schluss. Was ich jetzt sicher nicht nochmal werden mache. Machen werde, so rum. Naja, was soll's. Habt ihr schon etwas länger zu schauen? Das Hochladen dauert auch ein wenig länger. Dann sind wir alle zufrieden. Hoffe ich einfach mal. Ich meine, ihr seid die Zuschauer, ihr wollt gerne ein wahrscheinlich langes Video. Verschätzt. Das erste Schiff müsste auch bald kommen. Vermutlich, eigentlich. Was auch immer. Ja, komm noch raus. Ja, jetzt. Was jetzt? Komm raus oder nicht? Krieg Schläge, Alter. Okay, es sind Feinde da. Jetzt muss ich nur kurz gucken. Bam. Ja, der Ritter dürfte auch so gut zu machen sein. Aber das war schon wieder. Was erwähnenswert sein könnte, wäre, dass wenn ihr hier ganz alleine spielt, ihr macht ein wenig mehr Schaden. Ich glaube, vielleicht es könnten sogar 30% sein. Ich bin mir aber da nicht sicher. Auf jeden Fall macht ihr mehr Schaden. Das weiß ich. Und ja, das hilft wahrscheinlich schon ein bisschen. Verehrten Ritter nerven eigentlich nur. Und ja, sobald ich hier Level 26, okay, ich mit meinem Jäger habe ich den Striker schon. Von daher würde es sich für mich nicht lohnen, den Strike aus der Woche jetzt nochmal beim Jäger zu machen. Deswegen nehme ich ja meinen Titan. In Zukunft mache ich das mit dem Jäger. Ich spiele auch wahrscheinlich ein paar Daily Stories. Sonst wird es einfach ein bisschen über zu lange Zeit gestreckt, wenn ich einfach nur die ganze Zeit hier nur die Weekly Strikes spiele, also ein Video pro Woche ist vielleicht schon ein bisschen wenig. Beziehungsweise es dauert eh ewig, bis ich sowas hochlade. Ah, das war jetzt nicht mein Plan. Oder eigentlich, dass die anderen beiden Ritter auch noch da mit reingezogen werden. Der ist tot. Der kommt jetzt, wo ich ihn nicht mehr brauchen kann. Aber ein Schlag ins Gesicht löst das. Ups. Dü-dü-dü. Nächstes Schiff. Das müssen wir da aufpassen. Lohnt sich auf jeden Fall, vielleicht sogar einen im Team, die so eine Zusatzaufgabe zu geben. Ja, schau einfach mal, wann ein Schiff kommt und zu informieren, falls da irgendwelche Viecher hochkriechen. Das lohnt sich schon. So, das war ich schon wieder alles. Was kommt jetzt da von oben? Oh, nein, Hexen. Ey, warum jetzt Hexen unbedingt? Das hätte echt nicht sein müssen. Das hoffe ich bloß nicht, dass er mich wieder hart anal nimmt hier. Wegen dem Scheiß. Ja, kommt Hexen. Kommt dahin, wo ich euch sehen kann und treffen kann. Ja, ich habe ein Problem. Okay, ich bin, glaube ich, wieder tot. Das ist nicht gut.
hier meinen Boost einsetzen. Was heißt der Boost? Das ist einfach nur sowas wie ein Boost. Hey, das ist Kacke einfach. Diese Dreckshexen. Okay. Das könnte jetzt ein richtig knappes Ding werden. Ja. Jetzt ist das einfach scheiße gerade im Moment. Ich habe jetzt nur noch eine Chance, so wie es aussieht, nämlich einfach vor Goff zu töten. So, jawohl, endlich. Alle sterben, alle sind zufrieden. Zack, alles aufsammeln. Ja. Das war's dann auch mit der ersten Folge. Da vorne lag noch was. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und ja, wir schauen uns dann gleich noch meinen Zweitcharakter an. So. Zack, das wieder rein, das wieder rein. Wie ihr seht, der Charakter ist noch ziemlich spärlich hier besetzt. So. Plastikplatten brauche ich eh übelst. Drei Münzen, das weiß ich auch. Oh, ein legendäres Engramm. Das ist natürlich nice. Auf jeden Fall ziemlich nice. Wir werden das Ganze auch gleich mal öffnen, schätze ich. Eh noch ein paar Sachen zurück. Ja, okay, scheiß drauf. Ich zeige jetzt noch kurz meinen anderen Charakter und dann passt es. So. Also das hier ist mein Level 28 Jäger und mit dem werde ich dann das Ganze spielen. Vielleicht kommt auch mal noch ein Bild von ihm. Ah, das wäre schon toll, Destiny, wenn du es schaffen könntest. Ah, sehr gut. So sieht er aus. Geiler Umhang und so. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Ciao.